Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Brothers, A Tale of Two Sons. Wir müssen Papa Medizin bringen, um ihm das Leben zu retten, das irgendwo an einem Baum wächst, an einem riesigen Baum. Und wir spielen zwei Brüder, und das ist der Clou an dem ganzen Spiel. Ich werde auch nicht müde, das immer wieder, so wie Anfang der Folge, zu erzählen. Wir spielen zwei Figuren gleichzeitig. Und zwar den großen Bruder mit dem linken Pad, den kleinen Bruder mit dem rechten Stick. Nicht Pad, Stick. So, jetzt sind wir hier gerade in einem Wald und... Okay, wir müssen jetzt hier irgendwie entkommen, also das Gefühl. Das Problem ist jetzt hier, ehrlich gesagt. Okay, der Kleine kann nichts machen, definitiv. Ja, geh mal. Okay, wir müssen uns irgendwie den Weg bahnen. Oh, fuck. Da war er zu weit. Da war der kleine Bruder zu nah dran. Da war er immer ganz schnell Löwenfutter. Wolffutter. Ich wollte gerade sagen, du verpisst dich mal ganz schnell. Boah, ist aber brutal. Hat man keine Chance. Also sobald die auf einen zukommen, sind die relativ... Die sind relativ... schnell weg. Also die hauen relativ schnell zu. Okay, kurz warten. Ist hinter uns was? Nee, nur das nächste. Da vorne ist was. Halt, Bruder, komm her. Bruder, komm her. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade nicht so viel rede. Oh nein. Oh mein Gott. Das ist der nächste Wolf. Geh weg. Okay, hier wurden welche aufgehangen. Ein düsterer Wald. Komm, kleiner Bruder, bleib bei mir. Aber das ist echt krass, das ist echt geil. Das ist echt gut gemacht, finde ich. Bruder, lauf mal vor. Okay, jetzt können wir die Fackeln wegnehmen. Weil jetzt greifen bestimmt keine Wölfe mehr an. Natürlich nicht. So, okay, wir sind jetzt auf dem Friedhof. Aber ich muss sagen, ich fand das gerade mit den Wölfen so an sich, fand ich schon mal ziemlich cool. So, jetzt setzen wir uns nochmal gemeinsam hin und schauen uns dieses wunderschöne Gemäuer an. So, der linke Bruder mal zuerst, mit dich, mit meinen Däumchen, die durcheinander kommen. Natürlich immer ein bisschen gruselig auf dem Friedhof nachts. Okay, da ist eine Glocke. Ich ahne schon, was passiert. Jetzt holen wir irgendeinen aus dem Bett. Und wenn es nur die Toten sind. Oh nee, der lebt sogar. Hallo, kannst du uns helfen? Tut mir leid, dass wir stören, aber... Okay. Wo willst du denn hin? Achso, du machst uns das Tor auf, oder was? Das ist sehr nett von dir. Klingt ein bisschen wie so ein Monster. Wir danken euch. Danke. Vielen Dank. Gute Nacht. Schlafen Sie weiter. Wow. Wow, wow. Ja.
Halt. Erstmal bleibst du bei mir. So. Ich krall mich jetzt hier irgendwo fest. Ich weiß noch nicht wo. Muss wahrscheinlich aufpassen, dass ich nicht an irgendwelche Felsen komme. Natürlich gar nicht so einfach ist. So. Alles klar, kleiner Bruder? Ja. Wunderbar. Hier eine kleine Abkürzung. Und da hinten ist wieder eine Bank. Also die Bänke sind hier sehr weit verbreitet. Aber ich glaube, die Aussicht könnte gleich noch ein bisschen cooler werden. Ah, ich habe schon wieder links-rechts-Verwirrung. Okay, das sieht schon wirklich cool aus. Das hat schon was. So, dann wollen wir mal weitergehen. Nachdem uns der Wolf jetzt hier... Wo soll man lang, ehrlich gesagt? Weiß ich gerade nicht. Ah, okay. Das ist was Praktisches. Die Kamera führt uns eigentlich immer dahin, wo wir hin müssen. Also es ist ganz selten, dass die mal uns irgendwie nicht sagt, wo wir hin müssen. Sondern die dreht sich eigentlich immer schon in den richtigen Weg hinein, was auch ein bisschen für das Spiel spricht, muss ich sagen. So, hopp. Und hopp. So, kleiner Bruder, hüpf mit. Was? Wo? Oh. Halte durch. Oh. Okay. Ja, aber gerade Pech, die Jungs. Was ist das denn? Was war denn das jetzt gerade? Das habe ich jetzt gar nicht gecheckt. Da sind irgendwelche Baummonster oder was? Ach, kick mal einer an. Das sind so eine Gestrüppmonster. Ey, das ist gruselig. Ei. Wow. Alter Schwede, wo kommen die auf einmal alle her? Der Wald wird nicht umsonst der Wald des Todes genannt. Sie schauten ihn bedrohlich an. Das ist echt geil gemacht. Es macht vor allem richtig, richtig Spaß. Auch wenn die Finger irgendwann mal dabei einschlafen. Oh, was ist denn los? Schon wieder ins Wasser, dein Ernst? Wow. Halte durch, kleiner Bruder. Haben wir es noch geschafft oder bin ich jetzt tot? Ja, es war geschafft.
So. Also viel mehr Pech kann man nicht haben. Wo sind wir jetzt? Es wabert alles so. Sind wir in einem Traum? Sind wir vielleicht doch tot? Was war das links gerade? War das nur ein Schatten? Okay, war ein Schatten. Ich habe schon gedacht, das wären wir schon verfolgt. Nein. Das ist eine Hand. Das ist ein Traum. Das ist die Mutter. What the fuck? Oder eine Halluzination? Oder das Gesicht ist jetzt eine Fratze. Oh ja. Was zur Hölle geht hier gerade ab? Gut, den großen Bruder kann ich gerade nicht steuern, nur den kleinen. Gut, da kann man noch nichts machen. Ist gerade paralysiert von der Mutter. Was ist denn jetzt da? Was zum Henker? Was zum... What the fuck? Das hat er geträumt. Das war schon ein seltsamer Traum auf jeden Fall. Alles gut? Ja, alles gut. Ja. Haben schon einiges durchgemacht, die beiden. Jetzt aber schnell weiter, denn Papst braucht uns. Oh nein, du willst doch nicht umbringen, oder? Nein, 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 komm, ich helfe dir. Nein, du es nicht. Oh. Ja, ich bin schon dabei. Oh, was wäre gewesen, wenn ich jetzt nicht geholfen hätte? Was ist passiert? Was ist hier los? Seine Frau und sein Kind? Ach, seine Frau und sein Kind sind verbrannt. Ach, du Scheiße. Er wollte sich umbringen. Ach, du Scheiße. Walila, hayi. Okay. Ja, jetzt bin ich aber auch natürlich... Jetzt ist man hier so ein bisschen in so einem Dilemma, wie ich finde. Man kann hier nichts mehr weitermachen. Also er wird es wahrscheinlich nochmal probieren. Aber es ist natürlich heftig. Kann man da oben vielleicht noch irgendwas... Ne, ich hole oben jetzt nichts mehr. Ja, komm runter jetzt. Ich wollte nur mal gucken, ist okay. Ja, gut.
Wenn man hier nicht weiter interagieren kann, dann gehe ich erstmal weiter. Hab hier genug Schaden angerichtet, sag ich mal. Halt. Erst links, rechts. Okay. Warte mal, ich komme ja hier eh durch. Was kann ich denn hier machen? Was bringt mir das vor allem, wenn ich hier bin? Okay. Also ich komme mit dem hier dann scheinbar rüber. Ne, komme ich ja nicht. Okay. Ach so, und er kriegt diesen leichten Hebel. Da muss er wahrscheinlich den dicken hier heben, damit dieser Haken hochgeht, diese Zähne. So, und er dreht das hier raus, damit die jetzt einhaken. Sehr gut. Aber das mit dem Mann, der sich umbringen wollte, das fand ich jetzt schon ein bisschen... bisschen skurril. Ehrlich gesagt. Vor allem, das kam so aus dem Nichts irgendwie. Aus dem Nichts. Ja, da ist ein Mann, dessen Haus ist abgebrannt. Frau und Kind waren scheinbar noch im Haus drin. Er hat keinen Sinn mehr gesehen, wollte sich umbringen und wir haben das verhindert. Das ist schon ein bisschen... als ein starker Tobak, sag ich mal. Und wir haben jetzt einen Blick auf den Turm. Okay. Ob wir da hin müssen? Sieht so aus. Wollen wir mal direkt gucken hier. Zack, zack, zack. Da. Da. So. Unten die Vögel. Ah, das sieht so geil aus. Hammer. Das Spiel macht so Laune gerade. Dass ich, glaube ich, die nächsten 15 Folgen gleich noch am Stück aufnehme. So, nochmal auf die Karte gekickt. Da hinten muss es sein. Oder da hinten. Auf jeden Fall kommen wir jetzt wieder in einen Bereich, wo es wieder Menschen gibt. Denn da unten sehen wir Tiere und eine Hütte. Und ob die Menschen uns freundlich gesinnt sind. Oder ob wir rausgejagt werden. Das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Brothers, A Tale of Two Sons. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Ansonsten verabschiede ich mich und sage wie immer, tschüss, bis dann.